Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satinafs Ketten. Wir sind wieder hier mit dabei und wir legen gleich mal los, indem wir den netten Herrn hier fragen, was eigentlich jetzt passiert ist mit dem Mendulin. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarl. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Okay. Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Okay. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ahoi. Okay. Ich glaube, es ist ein Award gewesen. Vielen Dank für den Regen, Effert. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeresgottes lehnen. Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Was für ein arroganter Schnösel. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Ja, nicht mehr lange. Nuri, würdest du bitte... Ich habe doch gar nichts gesagt. Okay. Spiegel, Aufzeichnung des Hinforschers. Okay, haben wir noch irgendwas hier? Nein. Plane. Fest verknotet. Ja, aber du hast doch ein Messer. Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Okay, ist aber da Enterhaken. Dein Leben, nicht meins. Fest verknotet. Okay. Hier regnet es wohl häufiger. Was haben wir denn noch hier so? Betrunkene. Hier geht's rein. Ich glaube, wir werden auch erstmal kurz mit Betrunkenen reden, dann gehen wir auch rein, weil es ist ja auch ziemlich Hallo. Kalt. Hey! Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. So, okay. Ja, wenn der nichts merkt, dann... Der erkennt nicht mal mehr seine eigenen Füße. Ja, wie soll er das denn auch? Der kann doch nicht um die Ecke gucken, Geron. Ach, denk doch mal logisch nach. Nuri, kommst du? Wir müssen mal hier so ein bisschen... Ja, da kommt sie schon. Lass uns hineingehen. Warte. Du bleibst besser draußen, Nuri. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma? Ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Auch... Jetzt mach schon! Ich muss eine Nachricht überbringen! Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um! Ich muss jetzt gehen! Danach komme ich wieder! Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein! Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig! Was geht denn hier ab? Was hat denn die für eine übelst extreme Stimme? Verwundete, Baderin, Gast. Und die anderen Gäste sind vollkommen unwichtig. Nur dieser eine Gast ist natürlich wichtig. Die Nuri darf ja auch gar nicht reinkommen. Handtuch? Einfach mal mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir finden. Coolen Gast. Ahoi, Matrose. Los, ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, hm? Ja, Alter, was ist das für eine... Schwuchte! Okay, gut.
Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Hat denn... Oh, was ist das? Also, gut, wir wissen schon, wie wir was zu tun haben. Gleich in die Fresse lang. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Aber deine Freundin oder was? Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Ah, das könnte unser Monster sein. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Dein Lachs baden. Gut, bis später. Okay, tschüss. Das Gespräch ist beendet. Baderin, natürlich reden wir erst mit allen anderen außer mit Wird dir. Noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Ja, wir haben so ziemlich alles, was Gefahr ist, hinter uns. Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Freund der Familie. Er ist ein Freund meiner Familie. Ich wollte ihn besuchen. Gehörst du also zu Goswins Mischbocke? Siehst aus, als kämst du von weit her. Aber besuchen kannst du Goswin nicht mehr. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Svelte gefischt damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Okay. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist mir Schugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß warum. Alles klar. Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Schön, dass ihr alles übersetzt. Find ich du gut. Weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Hier scheint ja ganz schön was los zu sein. Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann, Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Die Frage ist, ob das, was sie uns sagt, wahr ist oder ob sie einfach nur Angst vor diesem Harm hat. Harm. Woher hat sie die Wunde? Ich stell keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und geht das auch schneller? Wunden bedarfen Zeit. Okay, Badehaus. Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja, Ende der Geschichte. Okay, ich frage nochmal nach dem Prisma. Du weißt also von Goswins Prisma. Keine Ahnung. Aber du hast... Hör zu. Gut, okay, Ende. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Lene. Hier scheinen wirklich alle sehr verstört zu sein. Fingerchen weg, junger Mann. Jede einzelne Warze ist genau herausgearbeitet. Das kann doch unmöglich ein einfaches Steinbild sein. Glaube ich auch nicht, jetzt wo du es sagst. Na. Sie sind mit einem Pulver beschmiert. Okay, haben wir hier noch was? Eimer. Den können wir nehmen. Da ist was drin.
Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Sie soll also diesem Harm eine Nachricht überbringen. Die wird vermutlich in ihrem Rucksack sein. Okay. So nicht. Ja, ich dachte irgendwie so, weißt du wie. Kann ich? Keine Zeit für Experimente. Okay. Ich behalte den Diebstahl besser für mich. Okay, gut, reden wir. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wenn Enkvi Botschaften bei sich trägt, lebt er ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Okay. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Nicht sehr nett, die Frau. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Svelte ertrinken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen. Das weiß ich. Ja. Du solltest besser auf deinen... Also, ja, klar, okay, das ist ich kann ihm... Okay. Wer ist dieser Arauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Ja, wahrscheinlich, weil keiner sich hier um irgendwas kümmert. Weil ja einer nur einen eigenen Weg geht und jeder hier lebt für sich, so wie es aussieht. Dann ist ja kein Wunder, dass hier keiner jemanden mag. Okay, die Botschaft muss ich also bekommen. Messer habe ich hier noch. Ich gehe mal nach draußen erstmal. Oder kriegst du hier noch rein? Nee, kriegst nicht. Okay. Hey Nuri, ich bin wieder da. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Nuri, kommst du? Ja, komm. Puh. Okay, da geht's lang. Okay, noch mal ganz kurz. Hier haben wir nichts mehr zu tun sonst. Und hier hinten geht's nicht lang. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hinter. Und schauen mal, was hier so abgeht. Wir müssen also noch zu einem Boot. Huch! Oh! Ganz schön gesellige Gegend hier. Balken? Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Er trägt nichts und er hält nichts. Und was sollen diese Haken an der Wand? Haken an der Wand? Balken? Hä? Ach, der hier. Keine Ahnung. Ganz schön viel. Was klicke ich denn jetzt erst an? Fährmann, hallo. Wer bist du denn? Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Aha. Hä, was ist mit dem? Na, schon was gefangen? Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht. Kannst du nur einen... Was ist mit dem los, hä? Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut, und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps! Schnaps also.
Schwere Geburt. Alles da. Also bring... Kannst du mir einen Fisch abgeben? Jetzt haben wir ja auch... Kannst du mir... So, okay. Nach angefangen. Leihst du mir deine Angel? Gut, okay. Mach es gut. Was soll das denn für eine Geburt sein? Jetzt mal ganz doof gesagt. So, was haben wir denn hier noch? Nuri, wo ist eigentlich Nuri hin? Hier noch irgendwas. Räucherhaken. Das war's, mehr kann ich nicht nehmen. Und auch hier geht es nicht weiter. Da steht einer an Bord, da gehe ich aber noch nicht hin. Ich lass mal gucken, was hier ist. Habe ich hier noch irgend... Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Was willst du denn in dem Beiboot? Junge, rede nicht so mürres Zeug. Okay, wir gehen mal nach oben und fragen mal, was der Wächter hier zu sagen hat, weil hier gibt so viel Zeug. Hey, 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 immer langsam. Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Ja, fürs... Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe? Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Mach einen langen Schuh. Okay. Warum sind die schwarzen Bildschirme jetzt... Warum sind die Bildschirme jetzt so lang? Hey, hey, hey. Immer langsam. Ach ja, ich ja. Muss... So. Hier, Schüssel Zucker. Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Was? Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen. Oder es versuchen. Und dafür braucht er Zucker. Mach dich vom Acker. Sehr unfreundlich. Hey, hey, hey. Ich... So. Ja, ja, so hier. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Okay, wir müssen dann die Botschaft von Arauken kommen. Puh. Das wird kompliziert. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte es nur so gesagt, um mysteriös und geheimnisvoll zu wirken. Fährmann ist da drüben. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ja, das. Hier geht es nicht weiter. So, ich benutze mal ganz kurz hier Heringe. Nanu. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Er wollte doch Schnaps haben, stimmt's? Was ist denn, wenn ich ihm... Wasser anbiete? Der hier muss dir doch ein Fisch wert sein. Das da vielleicht? Bekomme ich dafür einen Fisch? Ja, ich könnte jetzt alles durchprobieren. Aber das ähnlich Feuerstein Messer vielleicht? Was habe ich bloß wieder für Gedanken? Du sollst dich umbringen, Mann. Du sollst dir das Messer geben. Aber das da vielleicht? Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Nicht mal einen Haken nimmt der, Alter. Bekomme ich dafür einen Fisch? Ja, wieder so schalte Männer. Der hier muss dir doch ein Fisch wert sein. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Zapfen. Ja, komm. Geht nicht. Ja, anzapfen kann man den nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück. Wir können ja anscheinend nicht so viel machen. So. Ja, dann sind unsere Möglichkeiten ja doch gar nicht so groß. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Fädentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Die reden alle nur für Geld. Kann ich vielleicht... Wenn dich Spiegel interessieren, kann ich dir bessere besorgen. Ja, aber ich sehe doch gerne Spiegel, mich interessiert.
Ich rede mal mit Nuri, was vielleicht weiß die ja was. Ah, Moment, warte mal. Nuri! Was? Vielleicht schaue ich besser wirklich nicht hin. Nuri! Okay. Sag mal, Nuri. Hallo, Kleine. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Okay, Prisma. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, es wurde sicherlich eins dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Sehr schön. Okay. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Ah, die schöne Nuri vorschicken und dann natürlich die Frau eifersüchtig machen. Das ist eine gute Idee. What the fuck? Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe alles vergessen. Hat die sich wirklich nackt... Ich weiß nicht. Sag mal, Nuri... Die hat sich wirklich einfach nackt... Bin gleich zurück. Gut, okay, gut. Elfen halt, ne? Was gibt es, Landratte? Ja, gut, okay. Bis später. Mit dir können wir auch nicht reden. Ey, du, Botin, da sitzt eine wunderschöne Fee bei deinem Freund. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Ja, wie wär's denn mit... Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Okay. Das war schon alles. Hm? Sie dreht sich also immer noch nicht um, das heißt ihre Moment. Natürlich nicht. Schau, ich dachte, es geht eventuell. Spiegel. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Ich könnte ja den Spiegel zeigen, dann sieht sie das hier. Okay. Frosch, da oben haben wir noch. Können wir den eventuell... Tonglas, aber nicht das. Du musst doch deine Fähigkeit mal weiterentwickeln, Geron. Vielleicht Nuri geben? Hülle dich wenigstens in ein Handtuch, wenn du rauskommst. Ich behalte den Diebstahl besser für mich. Ja, gut. Dem sagt er das nicht. Der Nuri sagt er das. Weißt du, aber dem? Naja, okay. Enterhaken. Was soll ich denn machen? Ich habe noch eine andere Probe, einen Räucherhaken. Aufhängen. So, okay. Ich behalte... Okay, wie bringt man die dazu, dass sie sich... Was habe ich bloß... Nein! Messerstecher. Okay. Wasser? Wir sind beschäftigt, Mann! Beschäftigt, Mann, Alter. Das ist,
Okay, warte mal. Jetzt steht es sitzt. Nuri bringt mir momentan nichts. Okay. Nuri, komm mal her. Sag mal, Nuri. Geh mal nach draußen. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. Tja, tut mir leid, dass ich deine neue Bekanntschaft wieder entreißen musste, lieber Typ. Aber die Nuri muss mir bitte was... Oh, wir sind schon bei 25 Minuten. Oh mein Gott, ich soll übertreiben, ganz schön. Okay, bis morgen, meine lieben Freunde. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir die Nuri mal hinschicken können. Und ob wir die Frau eifersüchtig machen können, ob wir vielleicht ins Haus reinkommen, ob wir einen Fisch kriegen. Warum auch immer einen Fisch haben will. Keine Ahnung. Bis morgen. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja.